Hallo und herzlich willkommen zurück. Ich begrüße euch heute hier ausnahmsweise mal an den schönen Steilufern der Unstrut zu einem kleinen Update-Video über unsere russische Uniform. Da kommt zum ersten dazu endlich mal richtig authentische russische Stiefel. Dann die in dem Unboxing-Video bereits vorgestellte und ein bisschen näher erläuterte richtig wirklich originale Russenjacke aus dem Zweiten Weltkrieg. Ich habe dann noch diese Verbesserung vorgenommen. Das sind ganz normale Einheitsinfanterie-Schulterklappen, die ab 1943 rum eingesetzt wurden. Davor hat man das in der Roten Armee lieber vorgesehen, das über Kragenspiegel zu machen, sich den Rang ausweisen zu lassen. Als nächstes die auch bereits vorgestellte Granattasche. In dieser Variation bzw. Ausstattungsvariation habe ich jetzt leider keine originale russische Handgranate. Ob F1 oder die Vorgängermodelle ist ja irrelevant, die passen da beide rein. Deswegen habe ich hier jetzt eine Pineapple reingetan und die Eihandgranate. Aber man sieht ja, welchen Zweck das erfüllt. Das ist einfach Aufnahme für zwei Granattaschen. Das Nagant kennt ihr ja bereits. Ich lege das mal kurz ab. Und dann kommt es noch dazu, dass ich euch jetzt zeigen werde, wie man diesen Rucksack bündet. Was kommt auf den Rucksack drauf? Das ist natürlich, wie man hier sieht, diese Plane, dieser russische Umhang, der typische. Drin war über Verpflegung, über persönliche Sachen, über Rasierzeug und Putzzeug, alles Mögliche, was man sich vorstellen kann. Und da finde ich, waren die Russen tatsächlich ein Stückchen weiter als die Deutschen, denn die hatten das immer mit dem Feld und die Deutschen hatten ihr persönliches Zeug auf dem Tross. Dazu sagen muss man jetzt auch, dieser Rucksack ist sehr, sehr praktisch gebaut und wird genauso verwandt. Man könnte natürlich jetzt auch sagen, auf russische Art und Weise, denn so hier kommt er zu euch. Ich habe da jetzt auch einfach eine andere Plane reingemacht, damit er ein bisschen befüllt aussieht. Und dann kann man ihn halt hier, kann man diverse Sachen entnehmen, zum Beispiel, was auch immer, was man dann da reintut. Man nimmt dann dieses Teil, diese Schlinge, mittig. Und man sieht auch schon, dass sich hier der Stoff ein bisschen absetzt. Denn das hier sind die eigentlichen Trageriemen. Oder die Stücken, die auf der Schulter dann letztendlich liegen. Man wickelt das hier einmal drumherum. Geht dann durch die Mitte durch. Nimmt diese an der Schlaufe auch verbaute Lasche. Geht hier durch, zieht das fest und ich habe da jetzt auch nur ein Erklärvideo gesehen, wo der Mensch das dann mehrfach nochmal hier drum gewickelt hat und das hier rein verschlungen hat. Deswegen sage ich sehr russisch. Ich habe keine eindeutige, hundertprozentige Variante gefunden, wie man das Teil jetzt zuschnürt. So. Also zur Erklärung vom Ort, wo wir hier sind. Das hier war eine ehemalige Waffenfabrik der Luftwaffe. Ganz in der Nähe bei uns in Horsmar, Thüringen. Hier geht unter uns, wie schon erwähnt, die Unstrut lang. Die wurde hier begradigt. Und die Amerikaner haben nach dem Krieg diese Anlage komplett gesprengt. Allerdings gibt es tatsächlich noch den ein oder anderen Eingang, in dem man sich tatsächlich auch verirren kann oder könnte, wenn man sich nicht wirklich gut auskennt. Das ganze Areal erstreckt sich über ungefähr 4 Quadratkilometer und ist komplett unterirdisch angelegt worden. Das war eine von den ab 1943 gebauten unterirdischen Rüstungsbetrieben
und hat dementsprechend halt auch von oben nicht erkannt werden können. Es gab einen Bombenangriff hier auf dieses Gelände, nachdem durch Spionageaufklärung klar war, dass hier eine ziemlich wichtige Luftwaffenfabrik der Wehrmacht stand. Denn hier wurden Bordmaschinengewehre produziert und auch da hinten auf dem Gelände eingeschossen. Es gab weiterhin auch hier auf dem Areal die Baracken für die Kriegsgefangenen, die hier natürlich zur Arbeit eingesetzt wurden. Schönes Stück Geschichte. Allerdings muss man auch dazu sagen, man muss immer extreme Vorsicht walten lassen, wenn man solche Areale betritt. Ich kenne mich jetzt hier aus. Das ist sozusagen, hier sind wir als Kinder immer umhergewuselt. Aber wenn man sich hier nicht auskennt, es gibt einfach extrem viele Stolperfallen, Löcher, in die man reinfallen kann, Kuhlen, in denen man sich was verstauchen oder brechen kann. Überall ragen metallerne Spitzen und Pfosten aus dem Boden raus. Also man muss wirklich aufpassen, wenn man solche Areale betritt. Ja, das war's dann hierzu und auch zur russischen Uniform. Den Rest hatte ich ja bereits erklärt. Und ja, mehr gibt's dazu dann jetzt erstmal nicht zu sagen. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß. Ich hoffe, ich habe jetzt hierdurch einige mehr Leute dazu animiert, sich russische Sachen zu kaufen, denn ich finde es wirklich ein bisschen schade, dass das so wenig frequentiert ist. Gerade in Deutschland, das ist ein Bereich, der nahezu unberührt ist. Jedenfalls im Verhältnis zu den Wehrmachtlern, die halt Wehrmachtssoldaten darstellen. Ja, dann wünsche ich euch an dieser Stelle noch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal.